So, dann herzlich willkommen zu einem weiteren Video bezüglich der FLAAT von EK Archery. Es geht mal wieder um die Deaktivierung der automatischen Sicherung. Und die gute Nachricht ist, wer jetzt das nicht selber bauen kann oder will, was ich ja in meinem letzten Video gezeigt habe, als Lösung, der hat jetzt die Möglichkeit für ein paar Euro einkaufen zu gehen. Aber jetzt fangen wir erstmal an, eins nach dem anderen. Ich habe ja hier irgendwann vor 2 Wochen da so ein Vorstellungsvideo gemacht, hier zu dieser EK Archery FLAAT, und habe ja da so ein paar Ideen schon geäußert, wie man jetzt diese automatische Sicherung deaktivieren könnte, ohne jetzt da einfach den Hebel abzusägen. Dann kam mir eine Woche später ja eine Idee, das war eigentlich so der erste Versuch einfach, das Ganze hier mit so einem Winkeleisen einfach zu machen. Diesen Winkeleisen, das hatte ich da einfach seitlich angeschraubt an die FLAAT. Wer das nochmal anschauen will, ich verlinke diese Videos da oben rechts in diesem Infoblog. Und naja gut, das mit dem Winkel war natürlich nicht schön. Also es kamen ja auch Kommentare, hör, das sieht ja voll scheiße aus. Ja, aber gut, ich meine, es war mein allererster Versuch. Aber der Versuch war ja anscheinend schon nicht schlecht, weil das Ganze dann unter anderem Jörg Sprafe angeguckt hat. Und der dann, muss man sagen, wenige Stunden später in der Facebook-Gruppe mit einer Verbesserung des Ganzen daherkam. Also einer Verbesserung, die dann ungefähr so ausschaut wie dieses Teil hier. Und der Witz an dem Teil war, das Video verlinke ich jetzt oben auch wieder, dass man hier die Möglichkeit hat, die Sicherung auch wieder einzulegen. Also dieser kleine Hebel hier hat dann immer, wenn ich mit dem Repetiervorgang beendet bin, den Sicherungshebel nach vorne wieder geschoben, dass es entsichert ist, und durch diese Aussparung konnte man ihn dann wieder zurückschieben. Also wer das genau sehen will, einfach in das andere Video klicken, was ich da gemacht habe. Naja, und ich habe mir das natürlich dann auch nicht nehmen lassen, das, was der Jörg Sprafe hier sich überlegt hatte, mit diesem kleinen Hebel hier dann auch relativ schnell nachzubauen. Na gut, nichtsdestotrotz war aber die grundsätzlich andere Idee, die ich hatte, war auch in der Welt. Und dann kam schon wieder 1-2 Tage später in der Facebook-Gruppe, die ich übrigens nur empfehlen kann. Also die heißt inzwischen 100% GoGarn, Cobra Adders, Dinger, HP Max etc. Da kam jetzt wieder der Christian daher und hat das so umgesetzt, wie ich mir das ursprünglich mal überlegt hatte, dass man nämlich an diesem Metall hier, was die Sehne zurückzieht beim Spannen, hier was anschrauben könnte. Ich habe allerdings selber gar nicht so viel Hoffnung gehabt, dass das gehen könnte, weil ja hinter dem Metall jetzt nicht allzu viel Platz ist. Also dass man jetzt mit was 3D-gedruckten da dahinter kommt, hinter dieses Metall hier, das hatte ich jetzt gar nicht gedacht eigentlich. Aber der Christian hat sich natürlich was super Tolles überlegt. Er hat zum einen eben den Hebel 3D gedruckt und schraubt das Ganze auf eine kleine Metallplatte rauf. Ich blende das hier mal ein, wie das hier ausschaut, was praktisch der Lieferumfang ist von dieser Endsicherung, möchte ich es mal nennen. Und man sieht, da ist eben so eine kleine Metallplatte dabei. Und diese Metallplatte legt man eben hinter diesen Metallhebel hier und schraubt dann mit diesen 4 Schrauben das Ganze hier so fest. Und das Ganze hat jetzt den Vorteil, dass das natürlich grundsätzlich immer installiert bleiben kann, auch wenn ich zum Beispiel mal Lust habe, dauerhaft mit der automatischen Sicherung zu schießen. Und zum anderen habe ich aber auch wieder die Möglichkeit, das Ganze so einzustellen, dass ich dauerhaft ohne automatische Sicherung schießen kann. Und ich habe auch wieder die Möglichkeit, so wie auch bei der Version, die dann Jörg Sprafe da entworfen hatte, dass ich nach dem Repetiervorgang und die Sicherung dann schon rausgenommen wurde, ich nachträglich die manuelle Sicherung wieder einlegen kann. So, dann können wir hier mal die Trockenübung machen. Ich habe hier mal die Position gewechselt, weil ich sonst ständig am Tisch hängen geblieben bin. Also wenn das Ding jetzt hier so montiert ist, dann kann ich jetzt hier so einen Repetiervorgang machen. Man sieht dann, dass hier natürlich die Sicherung erstmal eingelegt wird. Und wenn ich dann nach vorne komme, dann macht der Hebel den Sicherungshebel wieder in die vordere Position und ich könnte sofort schießen, wenn ich will. Und jetzt habe ich aber natürlich auch die Möglichkeit, die ich ja auch bei der Entwicklungsstufe von Jörg Sprafe mit dem kleinen Blechhebel schon hatte, dass wenn ich mich jetzt nachträglich entscheiden will, jetzt trotzdem die Sicherung einzulegen,
dass ich das ja jederzeit machen kann. Und dazu muss ich jetzt hier den Hebel hier nur nach unten klappen und kann dann hier die Sicherung wieder einlegen. Und kann dann erstmal das Ding weglegen oder vielleicht hatte ich ein Zuführungsproblem, da hat sich was verklemmt und kann jetzt hier dann sicher daran arbeiten. Und wenn ich den Hebel eben in dieser unteren Position lasse, dauerhaft, dann kann ich natürlich jetzt auch dauerhaft schießen mit automatisch eingelegter Sicherung und muss nicht immer jedes Mal das Ganze wieder zurückziehen, sondern kann hier ganz normal eben meinen üblichen Revetiervorgang machen und habe dann die Sicherung weiter sicher hier drin. Na, natürlich kann ich aber das auch wieder nach oben klappen und wenn ich das hier so in dieser oberen Position habe, kann ich immer sofort schießen, ohne die Sicherung rausnehmen zu müssen. Also einmal rein und nach vorne und die Sicherung ist hier wieder raus. Einzige Problem, was man jetzt vielleicht denken könnte, dass es gibt, ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier einfangen kann, ist ja, dass hier hinten an dem Metall jetzt noch dieses Hintergrundmetall da so drunter ist, wo jetzt dieser ganze Hebel angeschraubt ist. Und jetzt könnte man natürlich vielleicht Angst haben, dass das jetzt hier nicht mehr genug Platz ist, um hier mal da dran vorbeizukommen an diesem Kunststoff hier. Aber wie man hier sieht, es funktioniert eigentlich. Wenn man jetzt wirklich den Hebel mal vielleicht irgendwie ungünstig ganz weit nach rechts drückt, könnte es vielleicht hier ein bisschen knapp werden, aber man sieht eigentlich auch nicht. Also hier ist doch genug Platz, dass das hier immer schön vorbeigehen kann. So, und dann sind wir am Ende des Videos angelangt. Also danke nochmal an Christian für die super Umsetzung von dem Ganzen hier. Das funktioniert sehr gut. Man muss natürlich sagen, die Version mit diesem kleinen Blech funktioniert auch. Ist vor allem vielleicht für die zu empfehlen, die dauerhaft ohne diese Sicherung schießen wollen. Und das Ganze ist natürlich auch relativ leicht selber gebastelt hier mit diesem kleinen Blechhebel. Das hier ist natürlich auch für die Leute, die sagen, ich möchte vielleicht auch mal öfter wieder schießen mit dieser automatischen Sicherung. Da müsste man diesen Blechhebel immer erst wieder komplett abschrauben. Hier kann man einfach sagen, ich klappe das Ding nach unten und kann das Ding ganz normal nutzen, diese Flat. Und wenn ich dann wieder lustig bin und möchte sagen, jetzt ohne Sicherung, klappe ich das wieder nach oben und ich habe die Sicherung immer relativ schnell rausgenommen. Ja, na gut, und das soll es dann für heute auch gewesen sein. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.